I long to be back in the war. That was my true home. We were inhuman beings. Butchers on a field full of corpses. Corrupt and depraved. Only some of viscera, blood and bone. Creatures without souls. I was flown back to France to blow up a gigantic fuel depot, which the Germans had built in a bunker on the Maginot Line. The Reich was running out of oil. They guarded every barrel like the crown jewels. The main entrance was secured like the Führer's bunker. Fortunately, every rat's nest has a second entrance. I had to try and find it. I jumped over a wooded area that bordered on the rear of the complex. Unfortunately, my equipment was stuck at the top of a blasted tree during the landing. To make matters worse, I saw that the area was guarded by Waffen-SS troops. Those units had one basic rule: take no prisoners. Exactly like me. Da fluch, wo soll jetzt eine neue Flasche herkriegen? Scheiße! Die Bunker haben es gut, die verloren, die haben es scheiß gut. Der Ofen geht nie aus. Es laufen die Läuse in den Socken. Die kommen noch nie raus aus ihrem Loch. Die auf der Name. Oh, wir haben die Leitung zum Ausbrechen. I could easily take the soldier out of the way. I only had to be careful creeping up on him. Keine besonderen Vorkommnisse. Von nichts eine Ahnung. Vielleicht haben sie sogar recht. Ist nichts Besonderes. I had to wait until they separated. Na, endlich mal wieder frische Luft, was? Du sagst es. Der Luft dort ist kaum auszuhalten. Wo ist eigentlich Hammer? Der ist vorn und bewacht die andere Brücke, falls er überhaupt noch was peilt. Der ist schon wieder sternhagelvoll. Kein Wunder. Was der erlebt hat, ist nicht so leicht zu verdauen. Naja. Ich vertrete mir noch ein bisschen die Beine. Mach das. Thank you.
Letzte Nacht wieder eingesoffen. Haben eine Kiste Schnaps mitgehen lassen aus der Ration für die Verlorenen. Merken die sowieso nicht. Die sind nicht mehr ganz dicht. Vielleicht geht die Sonne wieder auf. Verdammt, wann kann man die verfluchte Ablösung? I could use the morphine here to increase my chances. They won't be doing anything to anyone, ever again. Das ist...